Also diese Session wird über Metaprint gehen und was wir da im letzten Jahr alles neu eingebaut haben und was genau, und als kleine Übersicht, also wir haben, was Carina auch schon erwähnt hatte, einen Konfigurationsmanager, dann haben wir die Seitenbereichsoption angepasst, können jetzt native Illustrator- und Photoshop-Dateien verarbeiten, können InDesign-Dateien ausgeben, viele kleinere Änderungen und haben den ein Enterprise-Plugin für den Woodbrain-Server gebaut. Da werde ich jetzt einfach mal ein bisschen durchgehen. Ich werde das hauptsächlich praktisch zeigen, deswegen immer mal so hin und her springen zwischen der Präsentation und dem Live-Bild. Und wir fangen einfach mal mit dem Konfigurationsmanager an. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Wir haben in dem InDesign-Menü gibt es jetzt einen Bereich Plugins, wo auch die Metaprint-Configurations aufgezeigt werden. Dann klicke ich einfach mal auf Manage. Und der Vorteil ist einfach, man hat jetzt, also früher hat man, wenn man mit Metaprint Jobs eingerichtet hat, hatte man eigentlich eine lange Liste, wo man neue Jobs angelegt hat. Also wenn ich jetzt als Integrator arbeiten würde, dann hätte ich einen wahrscheinlich sogar gemischt für mehrere Kunden und das Durchsehen da wäre dann relativ schwer geworden. Und mit den Configurations ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung bestimmter Jobs und davon kann ich halt mehrere haben. Und so kann ich für unterschiedliche Kunden, für unterschiedliche Projekte zum Testen, für unterschiedliche Ausgaben, kann ich halt meine eigenen Konfigurationen anlegen. Und in diesen Konfigurationen, ist das durch den Beamer leider etwas, achso, kann es ein bisschen kleiner machen. Und in diesen Konfigurationen stecken eben die Druckjobs, die ich halt für, in dem Fall hier zum Beispiel bei der Drupa vorgeführt habe, die Hotfolder-Jobs, also die Auto-Jobs, da stecken aber auch die ganzen PDF-Voreinstellungen drin, die ich in diesen Jobs benutze, genauso wie Skripte, die ich in diesen Einstellungen benutze, also Metaprint, Post-Process und Pre-Process-Skripts. Und wenn ich PDF-Post-Process mache, wo ich nach Graustufen konvertiere, zum Beispiel mit der PDF-Toolbox, dann stecken die auch da drin. Also ich habe in diesen Konfigurationen eigentlich ein komplettes Abbild von meinen Jobs. Und kann da eben je nach Bedarf auch hin und her schalten. Und zum Beispiel nehme ich jetzt, ich gehe einfach zum VIP-Event. Wenn ich jetzt in mein Metaprint gehe, achso, jetzt habe ich gar nicht umgeschaltet, das ist auch egal, kann ich jetzt hier auch noch machen. Wenn ich in den Editiermodus von Metaprint gehe, sehe ich halt hier unten, welche Konfiguration ich gerade aktiv habe, also ich bin jetzt zum Beispiel in meiner Drupa-Demo und einfach mal, um das zu sehen, ich habe hier eine bestimmte Anzahl von Jobs, die ich halt da gezeigt habe und ich kann jetzt einfach zu meinem VIP-Event umschalten und dann sieht man schon, dass ganz andere Jobs geladen wurden und das sind halt die, die ich jetzt zeigen will. Der ist in diesem Settings-Übersicht ist er nicht drin. Der ist in dem Editiermodus. Oder ich kann auch über das InDesign-Menü sagen, Metaprint Configurations. Also ich bin jetzt aktiv bei VIP-Event. Ich kann sagen, ich will jetzt aber zu meiner Drupa-Demo gehen. Und wenn ich dann in
Metaprint reingehe, bin ich wieder in der. Wenn es nicht staubt, muss es dauern. Könnte man durchaus machen, ja. Spricht, glaube ich, auch nicht wirklich viel dagegen. Gute Idee. Das kann ich dann nächstes Jahr zeigen, wahrscheinlich. genau, jetzt gehe ich wieder. Oder ich bleibe einfach mal. Ne, ich gehe in das, was ich eigentlich zeigen wollte. Jetzt, völlig draußen. Ich gehe nochmal in das Manage. Und hier kann ich diese Konfiguration auch duplizieren. Also ich kann mir einen Kopie erstellen und kann dann daran weiterarbeiten, kann dann Jobs löschen, neu erstellen oder ich erstelle eine von komplett neu. Und das Wichtigste ist eigentlich, ich kann sie auch exportieren und importieren. Das heißt, wenn ich hier auf Export gehe, bin jetzt auf meinem Schreibtisch, speichere mir die ab. Wenn ich jetzt auf meinen Schreibtisch gehe, dann habe ich hier eine Metaprint-Konfiguration als Datei. Und da drin stecken eben alle Jobs, alle Assets, also alle Skripte, die ich in den Jobs benutzt habe, PDF-Toolbox-Profile, die ich in den Jobs benutzt habe. Also da steckt eigentlich alles drin, was ich brauche. Das kann ich auch mal schnell zeigen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine ZIP-Datei. Wenn ich da reingehe, dann sehe ich schon, ich habe meine bekannte MTP-Settings, Auto-Settings, ich habe die Skripte hier drin liegen, die ich verwendet habe, die Job-Options und PDF-Toolbox-Profile. Und wenn ich diese Konfiguration dann in Metaprint wieder laden würde, dann würden eben diese ganzen Sachen auch in das InDesign geladen werden, sodass ich halt damit auch arbeiten kann. Dass ich halt zum Beispiel die Profile, die ich für einen Kunden erstellt habe, die kann ich dann beim Kunden auch direkt benutzen. Und das hilft durchaus auch für den Support, weil ich kann jetzt einfach dem Kunden sagen, er soll mir diese Konfiguration, die er benutzt, exportieren. Dann schickt er mir das ganze Paket. Ich kann das bei mir importieren, komme mit meinen eigenen Druckjobs auch nicht in Verlegenheit und kann dann eben meine Tests mit den Kundenprofilen einfach durchführen. Genau, der nächste Punkt, den ich zeigen möchte, ist der Seitenbereich oder Page Range. InDesign lässt da ziemlich viele Sachen zu, die Metaprint bisher nicht komplett unterstützt hat. Das fängt an bei Seitenbereichen wie 11-, bedeutet einfach ab der 11. Seite alle restlichen Seiten. Minus 11, sprich alle Seiten bis zur 11. Seite und ich kann das dann noch, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, in InDesign auch plus 1 eingeben als Seitenbereich oder plus 11 und das plus steht dann für die absolute Seitenzahl, egal welches Page-Label diese Seite hat. Und das unterstützen wir jetzt in Metaprint auch, das war bisher auch nicht möglich. Und ich einfach mal, um das zu zeigen. Das ist falscher Ordner. Genau, ich habe jetzt hier mein Dokument mit etwas ausgefalleneren Seitenbereichen. Also ich fange bei Seite 4 an und irgendwann kommen dann Sektionen dazu, sprich zum Beispiel A oder
Also ich habe hier verschiedene drin, einfach nur, um das zu demonstrieren. Und für den Seitenbereich gibt es noch einen kleinen Hinweis, was viele vielleicht auch nicht wissen, weil es keinen direkten Button dafür gibt, aber ich kann als Seitenbereich in dem Job auch Token definieren. Das heißt, ich könnte auf Metadaten